Willkommen, Sternenreisende in der Galaxie WB03. Wir befinden uns auf der Ätherfrequenz des YouTube-Kanals von Writing Bull und vor euch seht ihr Stellaris. Ein RP-Event, genau genommen von Stellaris, aus der Community von Writing Bull. Und ich bin Urun, das erste höhere Wesen und euer Moderator für den heutigen Abend. Außerdem habe ich hier noch bei mir meinen Mitmoderator Tumdu. Wollen wir uns jetzt schon wieder drüber streiten? Nein, wollen wir uns eine Rangfolge überlegen? Nein, wir wollen das jetzt nicht. Hallo. So, und den Zeitmeister Arius. Guten Abend, und ich sag nur, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So in etwa. Und heute beginnen wir den Abend mal ein bisschen anders, beziehungsweise dieses Video ein bisschen anders, indem wir an Zakor übergeben, der heute eine ganz besondere Überraschung für uns hat, denn wir befinden uns noch bei den Spielern in ihrer Ebene. Ja, hallo, verehrte Damen und Herren. Sie wissen ja, dass wir als galaktische Sparkasse stets darauf bedacht sind, neue Kunden zur Werbekampagne vorbereitet. Da würde ich Sie jetzt gern bitten, dass Sie mal kurz in das galaktische Nachrichtennetzwerk schalten und unsere Werbekampagne lauschen. Viele meiner Zuschauer fragen sich, wie kann der Writing Bull es sich eigentlich leisten, in seinem Stellaris-Let's Play keinerlei Energiestationen zu bauen? Das geht natürlich nur, wenn man so einen starken Partner an seiner Seite hat wie die Galaktische Sparkasse. Mit Darlehen und Krediten der Galaktischen Sparkasse komme ich durch jeden Engpass. Ob Mineralien, Energie oder einfach nur eine Beratung, die Sparkasse hat für jeden das richtige Angebot. Leidenschaft, Stärke, Zuverlässigkeit, die Galaktische Sparkasse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin sprachlos. Ja, da kann ich nur eins zu sagen. Ich bin von der Galaktischen Sparkasse absolut überzeugt. Die haben mir auch schon in der Vergangenheit häufig geholfen. Wahrlich interessant, aber sag doch, wer ist dieser WB und warum macht er ständig Let's Plays? Wie dem auch sei, ich glaube, mit dieser schönen Werbung verabschieden wir uns jetzt aus der Werbung zurück in die Moderatorenkabine, ins Aufnahmestudio. Wir sind viel dann Spaß mal euch heute Abend. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ach, das war schön. Okay, also das war wirklich... okay, also für alle Zuschauer, die jetzt vielleicht noch mal ein bisschen verwirrt sind, ihr habt die Anmod ja gehört. Es ist alles korrekt. Wir sind auf WBs Kanal, wir sind in Stellaris beim RP-Event WB03. Und wir sind immer noch dieselben Leute, aber wir haben halt heute einfach ganz anders angefangen, weil anscheinend hat Zakor den lieben Writing Bull dazu gebracht, eine Werbung für seine Sparkasse aufzunehmen. Und die habt ihr eben hören dürfen. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Du kannst übrigens jetzt die Zeit tatsächlich laufen lassen. Moment. Oh, das war toll. Ich habe mich so zusammenreißen müssen. Also man kann dazu noch anmerken, wir wussten das alle nicht. Also der Einzige, der Bescheid wusste, war Zakor. Ja, und WB. Der hat uns nur gesagt, ja natürlich, und er hat uns nur gesagt, er würde das gerne machen. Aber wir wussten nicht was, wir wussten nur, es kommt eine Werbung. Richtig. Aber bevor wir jetzt uns ins Geschehen stürzen, für die vielleicht nicht im Forum mitlesen, im wunderbaren Thread der öffentlichen Diplomatie ist eine Menge geschehen letzte Woche. Und es steht Konflikt im Haus. Ja. Und zwar zwischen der Galaktischen Sparkasse und dem Vereinigten Kaiserreich von Ralgar. Also da wurden Reden geschwungen von beiden Seiten mit Schuldzuweisungen und das ist doch sehr freundliche Beziehung scheint zu zerbröckeln. Für die jetzt nicht mitlesen wollen, obwohl ich das jedem nur wärmstens ans Herz legen kann, eine ganz kurze Zusammenfassung. Die Galaktische Sparkasse fühlt sich vom Kaiserreich bedrängt und hat das Gefühl, dass das Kaiserreich, oder hat Beweise dafür, dass das Kaiserreich seine Verträge nicht einhält. Und deswegen haben sie dem Kaiserreich Ultimatum gestellt, es sollten zwei Außenposten vernichtet werden. Ich guck mal gerade nach, welche das sind. Das Ibaka-System, glaube ich. Und dieses hier. Die X-941 Singularity. Also diese beiden Außenposten sollten aufgegeben werden vom Kaiserreich und ein Planet sollte befreit werden. Ich glaube, es war... das heißt Krieg. Okay. Wo? Die Sparkasse und das Kaiserreich. Okay, dann verkürze ich das. Also
Forderungen von der Sparkasse ans Kaiserreich. Kaiserreich hat abgelehnt, alles für Lügen und Propaganda erklärt. Galaktische Sparkasse hat erklärt, dass das jetzt Krieg bedeutet. Und ich würde sagen, dieser Krieg ist ausgebrochen. Das war jetzt eine sehr vereinfachte Form, es darzustellen, aber wer es genauer wissen will, lese bitte nach. Und die Sparkasse zerstört den Ibaka-Außenposten gleich. Die hatte vorher schon die Schiffe an die Grenze aufgeteilt. Hier haben wir es jetzt. Dazu jetzt zwei Punkte. Arius, geh du mal kurz hoch und frag nach den Forderungen. Jawohl. Und noch kurz, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hattest, Oro, das kam relativ kurz jetzt vor Beginn, nämlich eine Geheimbotschaft des Aufsichtsrats der Sparkasse. Habe ich gelesen, okay. Aber es ist eine Geheimbotschaft, deswegen würde ich die hier jetzt nicht öffentlich diskutieren. Gut, dann sage ich dazu nur so viel. Schaut's euch an, schaut ins Forum rein, da kriegt ihr noch eine Menge mit. Es gibt... Tumlo, irgendwie müssen wir die ja dazu bringen, im Forum mitzulesen. Also es gibt eventuell noch so ein paar Details, über die wir hier nicht reden. Ich sag ja, sehr vereinfacht. Also ich glaube, du hast jetzt nur die Seite der Sparkasse gesagt. Der General, bzw. der Kaiser hat eben zurückgeschlagen und gesagt, und irgendetwas von Piraten und Söldnern erzählt, dass die Sparkasse eigentlich doch selber die Verbrecher sind und man weiß nicht so ganz, wer von beiden jetzt recht hat. Das wird wahrscheinlich, wie sagt man so schön, Bigger Army Diplomacy. Ich werde mir an der Stelle jetzt einfach sparen, noch was dazu zu sagen. So. Ja. Also die Sparkasse zerlegt das Ibaka-System, sind da auf dem Weg. Siehst du denn die Flotte vom Kaiserreich? Also ich sehe bis jetzt nur die galaktische Sparkasse hier im Ibaka-System. Wenn du das meinst, oder wo meinst du? Ich meine, ob du Truppen vom Kaiserreich siehst, weil die sollten ja eigentlich deutlich unterlegen sein immer noch. Ja, die haben ja nur eine Tausenderflotte, also. Jetzt muss ich gerade echt suchen, wo haben die ihre Heimatsystem Flotte? In Nar-Kul-Rak. Nar-Kul-Rak, da. Eine 900er Flotte, da brauche ich nichts zu sagen. Das Ibaka-System ist Geschichte. Der Außenposten ist jetzt in Händen, oder das System ist jetzt in Händen der Sparkasse. Ja, aber das war eigentlich logisch, weil das Aegila-System gehörte ja eh schon per Außenposten ihnen und jetzt wird quasi nur diese Lücke durch den Druck, durch den Grenzdruck geschlossen. Genau. Also ich frage mich jetzt eben, wie weit er geht mit diesem Krieg. Also seine alten Forderungen wären ja quasi, er holt sich jetzt noch das, es stört den Außenposten über dem Schwarzen Loch. Und das wäre ich schon relativ zufriedenstellend. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er noch Planeten gefordert hatte. Wie gesagt, das wird uns Arius ja, denke ich, jetzt mitteilen. Ja. Arius, du bist wieder da. Genau. Ich habe mit den beiden Kriegsparteien gesprochen und die Forderungen der Sparkasse sind tatsächlich diese zwei Außenposten im Ibaka und in der Singularität. Und vom Kaiserreich gibt es keine Forderungen. Das Kaiserreich verteidigt lediglich seine Grenzen. Okay. Gut, das heißt quasi, wenn die Sparkasse es jetzt schafft, den zweiten Außenposten zu zerstören, etwas, wo eigentlich nichts im Wege steht, dann ist der Krieg eigentlich schon wieder Geschichte. Genau. Wenn der Kaiser denn bereit ist, sofort Frieden zu schließen. Aber aus rein militärischer Sicht, sage ich mal, wird er sein. Also, ich sag's mal so, wenn beide Außenposten vernichtet sind, gehört das Gebiet rein nominell, ob der Krieg endet oder nicht, sowieso wieder der Sparkasse. Ja. Und waren nur die beiden Außenposten gefordert oder auch ein Planet? Nur die beiden Außenposten. Das heißt, selbst die Befreiung des Planeten hat er jetzt nicht gefordert. Ja. Das ist interessant. Vielleicht, wisst ihr was, wir gehen tatsächlich nochmal ganz kurz und knackig darauf ein, weil nachdem erst ich und dann Tumdu mehr oder weniger nur halbgare Sachen erzählt haben, die ganz, 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 ganz knappe Zusammenfassung, wer es wirklich nicht lesen will, ich sag's nochmal, lest es einfach. Die Sparkasse wollte genau diese beiden Außenposten und einen Planeten befreit haben. Ich muss zugeben, dass ich nicht mehr weiß, welchen jetzt gerade aus dem Kopf. Und daraufhin, also hat bestimmte Gründe dafür angegeben, dafür bitte nachlesen. Und das Kaiserreich hat diese Gründe halt abgewehrt, hat die Gründe für Lügen, Propaganda, was auch immer erklärt und damit gesagt, ja, nö, machen wir nicht. Wir stellen sogar Gegenforderungen, weil wir der Meinung sind, dass wir die Opfer in dieser Auseinandersetzung sind. Und daraufhin hat die Sparkasse gesagt, dass das dann jetzt wohl zu einem Konflikt führen wird und dass sie dementsprechend handeln müssen. Und das Kaiserreich hat das so angenommen, das heißt, Krieg schien unvermeidbar. Und jetzt gab es halt kurz vor der heutigen Sitzung noch eine Geheimnachricht des Aufsichtsrats der Galaktischen Sparkasse an den Kaiser von Ralga,
in dem erklärt wurde, dass dieser ganze diplomatische Streit in erster Linie durch einen Mann, nämlich den Direktor, glaube ich, also den obersten Anführer der galaktischen Sparkasse losgetreten wurde. Und da wurde dann in der geheimen Nachricht sehr ausführlich beschrieben, wie dieser sich an die Macht gearbeitet hat, wieso dieser, also was dieser wohl im Schilde führt und so. Und es wurde darum gebeten, dass der Kaiser dabei helfen möge, diesen gefährlichen Mann vom Thron zu bekommen. Aber der Kaiser hat durchblicken lassen, so würde ich es zumindest interpretieren, dass ihm das Schnurz egal ist. Ob also das jetzt aber wirklich so ist, ist tatsächlich offen und alles Weitere wäre Spekulation. Genau, die Bank hat quasi momentan ein großes Problem mit ihrem Direktor Galdrick oder zumindest einzelne Elemente innerhalb der Bank. Man weiß eben nie so genau, da es ja keine einzelne Entität ist, die das Ganze anführt. Also wir haben ja keinen einzelnen Herrscher. Man weiß nie so genau, wie groß ist jetzt der Teil der Bank, der quasi auf welcher Seite steht. Also es kann sein, dass diese Geheimbotschaft im Endeffekt nur ein paar wenige Leute sind, die sich irgendwie Macht erhoffen, aber es kann auch sein, dass es wirklich der Großteil des Aufsichtsrates ist. Also was halt auf jeden Fall jetzt feststeht, ist, der Krieg ist im Gange und ich sehe kleinere Verbände, also einzelne militärische Schiffe durch das Kaiserreich fliegen. Das heißt, der Kaiser scheint seine Flotte zu verstärken, zu sammeln, irgendwas in dieser Richtung. Also ich sehe auch gerade, die Singularität ist erstmal erledigt. Also ja, genau. Der Außenposten, er hat sich zurückgezogen. Halt, genau, da ist jetzt halt ein komplett ein leerer Kreis, weil hier kein Grenzdruck herrscht. Ja. Und die Frage ist jetzt eben die, momentan verhält er sich ruhig, er legt seine Flotte zusammen, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Also er scheint sich auf einen weiteren Angriff vorzubereiten, so wie es aussieht. Ja, also mein Eindruck ist, dass beide Seiten sich im Moment sammeln, genau. Und dann an der Stelle noch eine kleine weitere Anmerkung, weil Arayos mich gerade darauf aufmerksam gemacht hat, während die sich gerade sammeln. Ein Blick in das Jarrad-System im Zentrum der Galaxie vielleicht. Mhm, Moment, ich werde ganz langsam rübergehen, ich wollte gerade was trinken. Gehen wir mal ins Jarrad-System. Im Jarrad-System haben wir die Flotte des Osirischen Direktorats und ein Kolonieschiff. Da an der Stelle möchte ich festhalten, hier über Zanam war ursprünglich mal eine KI-Flotte. Und das im doppelten Sinne, also natürlich KI, aber sie stellte sich auch selbst als eine KI-Flotte vor, wenn man das System betrat. Und die hat er anscheinend mit dieser 5,5K-Flotte jetzt beseitigt und kolonisiert jetzt Zanam. Mit dem Obelisken von Zanam auf der Oberfläche, also ein Gebäude, was hier... Ich zeige euch das mal hier. Genau, was hier eben 6 Forschung in der Hinsicht bringt. Also ich weiß nicht, Arayos, weißt du vielleicht mehr über die Storyline dahinter? Leider nein. Ich hatte das selbst noch nicht gehabt in meiner Singleplayer-Runde. Also ich hatte es tatsächlich, wenn ich das richtig noch im Kopf hatte, ist es halt einfach so, Zanam gehörte irgendwann mal einer sehr fortgeschrittenen Spezies und die hat diese KI-Flotte als Wächter zurückgelassen, weil sie, glaube ich, Zanam als eine heilige Welt betrachten oder so. Und das Einzige, was von dieser Zivilisation aber übrig geblieben ist, ist halt dieser Obelisk, der schwer zu verstehen ist, aber der halt, ja, man könnte sagen, in der Lore betrachtet, man kann ihn halt studieren und so einige Informationen und interessante Erkenntnisse aus ihm ziehen, wenn man denn versucht, hinter sein Geheimnis zu kommen. Und daher produziert er halt Forschung. Wie wäre es denn, wenn wir doch einfach mal den Forscher, der gerade da sitzt, fragen, was er davon hält? Ach Gott, nicht schon wieder der Typ, der uns als leuchtende Gaswolken bezeichnet. Naja, gut, wenn es denn sein muss. Dann hole ich uns mal unseren Lieblingsforscher. Ja. Oh, und währenddessen fliegt der Sicherheitsdienst der Sparkasse einen Angriff auf Naragitaga, deinen Planeten direkt im Grenzbereich. Ich werde mich jetzt einfach mal, weil da ich annehme, der Kaiser wird eher verteidigen, werde ich mich mal in die Flotte der Sparkasse hängen und das zeigen auch, wenn wir jetzt nicht mehr weiter darüber reden werden. Ja. Seid gegrüßt. Na hoppla, wer seid ihr denn, bitteschön? Wir sind immer noch dieselben höheren Wesen. Oder seid ihr inzwischen ein neuer Anführer unter dem Osirischen Direktorat? Selbstverständlich. Wir haben keine allzu lange Lebensdauer und so kann es schon einmal vorkommen, dass die Anführer wechseln. Und darf ich euch fragen, hat euer Vorgänger euch nichts von höheren Wesen in einer anderen Dimension erzählt?
Schauen wir doch mal kurz im Interface nach, ob ich irgendetwas zu euch finde. Die sogenannten Beobachterwesen, vielleicht hilft euch das. Beobachter. Oh, ihr müsst also diese ominösen Scheinheiligen sein. So. Schauen wir mal, was noch zu euch steht. Ehrlich gesagt steht hier nicht sehr viel zu euch, außer dass ihr nicht besonders helle zu sein scheint. Ja. Gucken wir mal. Oh, interessant. Ihr seid. Ich möchte an dieser Stelle, egal wie viel Mühe, du gibst dir wundervoll Mühe, 23, aber an der Stelle möchte ich einfach, ich kann das gleich nicht mehr zusammenhalten, wenn es. können wir kurz aus dem RP aussteigen? Ach Mann, du machst, ich hab irgendwie das Gefühl, wenn ich zu euch komme, werde ich voll gebremst im Roleplay. Ja, aber du musst auch verstehen, dass dein Roleplay auch nicht besonders angenehm ist. Nicht für euch, nein. Nein. Wir wollen eigentlich in erster Linie wissen, was es mit deiner Kolonie im Zernam-System auf sich hat. Nee, Jaran-System, Entschuldigung. Da war ich jetzt so schön im Rollenspiel draufgekommen. Das habt ihr euch jetzt verbaut, so. Das habt ihr euch jetzt echt zu Ja gut, ja, aber Das macht's halt, also dann für die Zukunft, du machst das toll, aber vielleicht halt die Tiraden ein bisschen in Grenzen, dann sind wir williger, dir dein Roleplay zu lassen. Das gehört aber alles mit dazu. Nee, ich hatte jetzt praktisch im Roleplay gesagt, dass wir halt sozusagen den Kern der Galaxie, der großen Galaxie gefunden haben und auf diesem Planeten Zernam, guck da mal bitte drauf. Da ist ein Obelisk, ja. Und da haben halt unsere Forscher in mühsamer Arbeit diese ominöse Aliensprache entschlüsselt. Und ich weiß nicht, ob ihr in der englischen oder in der deutschen Spielversion halt darauf guckt, so. Deutsch, der summt halt vor Energie war und alle, die in seiner Nähe stehen, bekommen Kopfschmerzen. Und daraus, aus diesem Obelisk, der sendet eine ganz ominöse Botschaft. Okay. Und jeder, der sich da vorstellt, der kriegt halt so ganz verzerrte Bilder und von allen möglichen Eindrücken sozusagen und die können nicht so richtig geordnet werden. Aber unsere Forscher haben halt sich halt davor gesetzt, so, haben das so ein bisschen entschlüsselt und sind sich inzwischen zumindest einig, dass er vor einer ganz bestimmten Gefahr warnt, die halt irgendwann diese Galaxie heimsucht. Okay. Interessant. Ja, jetzt hätte ich euch praktisch so im Roleplay ein bisschen darauf angesprochen und halt gefragt, so, ob ihr als große Beobachterwesen halt nicht mehr darüber wisst, so, was diese ominöse Gefahr, die Galaxie wohl irgendwie die nächste heimsucht, wohl, was das damit auf sich haben könnte. Ah, okay. Dann tut es mir leid, dass ich dir dein Roleplay so kaputt gemacht habe. Aber es ist schwierig. Es ist ein bisschen anstrengend. Selbst wenn ich versuche, meine Rolle zu vergessen, ist es halt, du bist so überzeugend dabei, dass es mir trotzdem wehtut. Also, wir wissen ja, Orun ist halt eine Diva, der kommt damit nicht klar, du musst ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen. Ja, ich komm, nach der Aufnahme komme ich mal Ei machen bei ihm. Ich hab das jetzt einfach mal nicht gehört. Okay. So, nein, aber ja, im Ernst. Ja, was hörtet ihr darauf denn geantwortet? Wir hätten dir wahrscheinlich erklärt, dass wir sind ja, das ist ja nicht unsere erste Galaxis, das hätten wir dann angedeutet. Und es gibt viele Bedrohungen außerhalb dieser Galaxie. Dass wir schon viele Bedrohungen gesehen haben, die eurer Galaxis sehr gefährlich werden könnten. Aus anderen Dimensionen. Lass uns doch zurück ins Roleplay fallen. Okay, ist ja gut. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt wurde schon alles Interessante gesagt und jetzt darf ich wieder Roleplay machen. Ja, okay, also Zuschauer, es tut mir leid, ich habe es anscheinend für alle versaut. Alle hacken jetzt auf mir rum, ist okay. So, also es gibt viele Gefahren außerhalb der Galaxis oder auch aus anderen Dimensionen und wir wissen natürlich nicht, welche davon jetzt konkret gemeint sein könnte, aber wir können uns mehrere vorstellen, auf die das zutrifft. So. In Zukunft lasse ich dir einfach dein RP, dann hackt wenigstens niemand auf mir rum. Gut. Außer er. Ja, außer er, richtig. Ja. Na, scheiß drauf, ihr habt ja recht, so. Nee, alles in Ordnung. Aber gut, uns hat es interessiert, du hast jetzt, also, um mal spielmechanisch zu sprechen, du hast eine 25er Gaia-Welt. Weit entfernt vom Rest, also du bist da in einer ziemlich... Mit einem schönen Forschungsmoment. Ja, du bist in einer ziemlich guten Lage. Ja. Da gibt es noch Alien-Haustiere auf dem Planeten. Also wunderbar. Kann man sich nicht drüber beklagen, denke ich. Ja, das stimmt.
Ja. Nee, aber das ist doch jetzt sehr cool. Vor allem, weil ich weiß jetzt schon, dass es jemanden gibt, der sich ärgern wird, dass du dir die jetzt unter den Nagel gerissen hast. Weil ich weiß aus sicherer Quelle, dass jemand anders versucht, schon sich darauf vorbereitet hat, sich die zu holen. Ja, naja, das kam so in der letzten Folge, wurde ich halt ein paar Mal darauf angesprochen, ob ich da schon mal nachgeguckt habe, was da ist, und ich soll da mal bitte hin und mal nachgucken. So. In der letzten Folge? Ach, du meinst von den anderen Mitspielern? Von den anderen Mitspielern, ja. Und ich bin extra lange Zeit nicht dahin gegangen, weil ihr Beobachterwesen irgendwann mal habt durchscheinen lassen, dass da Gefahr lauert. So. Und da habe ich mir gedacht, so, nee, wir warten lieber noch ein bisschen. Aber da stand ja nur eine Flotte. war ja nichts weiter. Also inzwischen, also aber als wir das gesagt haben, wäre die wirklich noch eine ernste Gefahr meiste gewesen, was du da reingeschickt hättest. Also ja, ich habe jetzt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Schrecken aus der Leere oder hast du nicht gesehen gerechnet. Ja, aber genau das war ja der ganze Clou dahinter. Wir haben ja nicht genauer spezifiziert. Und als wir es halt gesagt haben, wärst du wahrscheinlich wirklich nicht stark genug gewesen. Ja. Eine Frage habe ich noch. Hast du unmittelbare Pläne in Bezug auf Sanctuary? Also out of roleplay momentan nicht wirklich, weil ich die Armee noch nicht stellen kann, die bereinigen kann. Aber in ferner, also in eigentlich in naher Zukunft, ja, doch, definitiv habe ich. Okay, gut. So als kleiner Ausblick, meine Vögel sind jetzt natürlich in heller Aufruhr, weil ob der ominösen Gefahr, die da irgendwann mal demnächst kommt, so, und die versuchen jetzt natürlich irgendwie was dem entgegenzusetzen. Ja. Macht Sinn. Aber gut, ich glaube, wenn keine weiteren Fragen mehr bestehen, ja, dann bedanke ich mich auch hier wieder für das Gespräch. Kein Ding. Und wir trösten den Oro gleich noch ein bisschen. Genau. Okay. Ciao. Bye, bye. Ich sage jetzt dazu nichts und ich möchte von euch beiden kein Wort hören. Das besprechen wir außerhalb der Folge. Nein, das besprechen wir nicht außerhalb der Folge. Das ist jetzt alles einfach. Ich muss sagen, sein RP ist halt einfach so überzeugend, dass ich es ohne Scheiß, ich spüre es. Ich bin aber zu viel Rollenspieler und nehme das dann ein bisschen zu ernst. Das ist der ganze Clou dahinter. In Zukunft reiße ich mich zusammen und nehme das einfach entgegen. Bis zu dem Punkt, wo irgendwann RP tatsächlich keinen Sinn mehr macht und wir mal rein spielmechanisch reden wollen. Das ist ja normal, dass wir irgendwann den Wechsel vollziehen. Ich möchte mal kurz etwas anmerken. Ja. Mhm. Zum einen, der Orden hat sich wohl Rückendeckungen besorgt. Die haben nämlich ein Defensivabkommen. Mit der Orden? Jetzt reden wir von einem anderen Konflikt. Was ist? Ja. Okay. Also, wir gehen mal weg von der Galaktischen Sparkasse rüber zum Orden. Genau. Der hat sich Rückendeckung besorgt. Der hat nämlich ein Defensivabkommen mit der Nation of Xin geschlossen. Interessant. Also wir wissen ja schon aus relativ sicherer Quelle, dass er das auch bitter nötig haben wird. Denn meine Informationen, denn wir haben ja geheime Informationen, wir wissen ja Dinge, die die Spieler untereinander nicht unbedingt wissen. Das Satak-Imperium und die Domo-Republik, die tun sich zusammen. Weil der liebe Kingdis, der hat zwar eine Umfrage gestartet, ob er sich mit den Hattak zusammentun soll gegen den Orden. Und eigentlich hat die Umfrage wohl gerade so ergeben, dass er das nicht tun soll. Aber er sagt, da setzt er sich jetzt über die Abstimmung hinweg. Er setzt sich jetzt mit den Hattak zusammen gegen den Orden zusammen. Und das ist eigentlich nur gut, dass der Orden jetzt Rückendeckung von der Nation of Xin hat. Wo wir gerade beim Orden sind, die erforschen gerade die Infinity Machine. Der Orden erforscht die Infinity Machine? Ja. Ist bei 90%. Gargantua. Genau. Ich guck mal gerade, tatsächlich. Der Orden hat hier ein Forschungsschiff hingeschickt zur Infinity Machine. Und woran erkennst du, bei wie viel Prozent er ist? Wenn du auf das Schiff klickst. Ah, tatsächlich hier, ja, ich sehe es. Ich finde, da müssen wir jetzt mal ganz schnell mit ihm sprechen. Weil da wollen wir dabei sein. Genau, hol ihn mal ganz schnell rein. Wir wollen wissen, was passiert, wenn er jetzt gleich die Infinity Machine hat. Alles klar, ich hol ihn. Weil es sind jetzt noch 2%. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mehr reinbekommen, ehe er fertig ist, aber er kann uns dann wenigstens sofort frisch mitteilen, was er erfahren hat. Seid gegrüßt, Tyrannis vom Orden. Grüß euch, Beobachterwesen. Wir haben gerade erfahren, ihr habt etwas erforscht, etwas sehr Interessantes, was er uns sehr neugierig macht. Ihr meint vielleicht die Sphäre, die wir entdeckt haben. Die Unendlichkeitsmaschine im Gargantua-System, genau die meinen wir. Wir haben da bisher nur oberflächlich erforschen können. Okay.
Okay. Und wir haben jetzt auf jeden Fall herausgefunden, dass es kompliziert ist, das Ding noch weiter zu erforschen. Unser Wissenschaftler weiß leider noch nicht, wie er das Ganze machen kann. Vielleicht müssen wir ja noch mehr Wissen anhäufen. Ah, okay. Okay, das wird interessant werden, weil das ist ein Rätsel, das er uns beschäftigt, wenn wir ehrlich sind. Ja, mich, uns auf jeden Fall auch, weil scheinbar erzeugt die unendlich viel Energie. Oh, okay. Das ist natürlich eine sehr, sehr nützliche Eigenschaft. Auf jeden Fall. Das würde unsere Energieprobleme auf jeden Fall lösen. Ich möchte euch auf jeden Fall bitten, haltet uns auf dem Laufenden, was diese Maschine angeht. Wenn ihr neue Informationen habt, würden wir das sehr gerne wissen. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich der, wir haben erfahren, ihr habt engere diplomatische Beziehungen mit der Nation of Xin eingegangen. Ja, wir haben ein Defensivabkommen schließen können, dass wir uns gegenseitig verteidigen. Aufgrund der neuen Bedrohungen, zusätzlich zu denen, die wir hier oben haben im Norden bei uns, mit dem Hatak-Imperium und der Domo-Republik. Und sie haben unten Probleme offensichtlich mit der Bank, die jetzt aggressiv wird, und dem Kaiserreich, was sowieso schon die ganze Zeit aggressiv ist. Okay, interessant. Also scheinen die Foxys in eurem Teil der Galaxis die einzigen zu sein, die euch weitestgehend alle in Frieden lassen. Die Foxys halten sich neutral. Wir haben auch bei denen angefragt, dass wir uns da gegenseitig schützen. Das lehnten die ab, dass sie neutral bleiben wollen. Ich hoffe, dass sie diese Entscheidung nicht bereuen werden. Ja, ich denke mal, die Foxys sind eben auch eine Fraktion, die doch sehr vom Handel lebt, und da ist eine gewisse Neutralität wichtig, aber wer weiß, wenn der Handel bedroht wird, sehen sie das vielleicht anders. Mal sehen, das wird interessant noch, zu sehen, wie sich dort in der Galaxie, in eurem Bereich der Galaxie das Ganze entwickelt. Ja, ich hoffe, dass es friedlich bleibt, so wie es in den letzten 60 Jahren der Fall war. Ja. Ne, es sind 50 Jahre, entschuldigt bitte. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich bin schon 93. Ah, okay. Ja, das sei euch dann verziehen. Wir sind auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln entwickeln wird, sind aber froh, dass ihr euch durch ein Verteidigungsbündnis abgesichert habt. Es wäre ja allzu schade, würdet ihr einem wilden Angriff zum Opfer fallen. Also diesen wilden Angriff erwarten wir tatsächlich von den Domo und den Attack, den wir nicht wirklich einschätzen können. Ist der Krieg schon ausgebrochen? Nein. Bisher sehe ich nur einen Krieg zwischen der Sparkasse und den Raiga. Ich würde gerne meinen, weil das wollte ich jetzt fragen, weil deswegen, also noch gibt es ja dann keinen Angriff. Nein. Ja. Aber gut, dass ihr darauf vorbereitet seid. Vor allem wird es halt interessant, wer und in welcher Konstellation euch angreifen würde, denn wenn sie sich das denn am Ende überhaupt trauen. Also, das ist natürlich eine Frage. Ich hoffe, dass es niemals zum Krieg kommen wird, denn wir wollen keinen Krieg. Aber ich fürchte persönlich, dass auf jeden Fall die Dumme Republik bald angreifen wird. Denn gegenseitig beidseitig wurde der Friedensvertrag gebrochen. Mhm. Und wir haben ihnen ein Angebot gemacht, was sie ausgeschlagen haben. Und das war sehr großzügig. Okay. Dann werden wir wohl die Lage weiter beobachten müssen. Also sowohl ihr als auch wir. Und abwarten, was geschieht. Ja, das müssen wir. Okay. Gut, dann sage ich an der Stelle, lebt wohl, danke für das Gespräch. Und denkt an die Unendlichkeitsmaschine. Werden wir. Wir sind neugierig. Dann wünsche ich noch ein schönes, langes Leben, Beobachterwesen. Euch ebenfalls. Lebt wohl. Lebt wohl. Lebt wohl. Ich halte fest, es könnte also noch sehr interessant werden, den Orden im Auge zu behalten, sowohl in Bezug auf bevorstehende Kriege, als auch in Bezug auf die Infinity-Maschinen. Was jetzt den Krieg zwischen dem Kaiserreich und der Sparkasse angeht, die Sparkasse hat hier ein System besetzt, nahe Ragitaga. Und seitdem aber, soweit ich das sagen kann, keine weiteren Aktionen durchgeführt. Ja, sie verfolgen eine kleine Flotte des Kaiserreichs, die jetzt gerade in das Hixar-System springt. Die haben sie eben aus ihrem Raum vertrieben. Moment, wer hat wen vertrieben von wo? Die Sparkasse sitzt gerade im Uxplorix-System, an ihrer südlichen Grenze. Jetzt habe ich es schon gesehen. Kaiserreich hat dort vorher Stationen zerstört und ist jetzt geflohen, als die Flotte der Sparkasse ankam.
Ah, okay, ja, die Flotte haben wir gerade noch, habe ich kurz gerade gezeigt. Was ich halt interessant finde, ist, das Kaiserreich zieht halt während dieses Krieges gerade wahnsinnig viel Macht zusammen. Man sieht hier im Heimat, nicht im Heimatsystem, sondern in Nahalla. Und teilweise auch, ja, hier, jetzt fliegen sie alle nach Nakiranka. Die haben gut aufgerüstet. Ja. Die haben ordentlich aufgerüstet. Also wir haben in Nahallas haben wir noch jede Menge einzelne Schiffe, die jetzt rübergeschickt werden. Und in Nakiranka haben wir jetzt eine relativ große Flotte, die da jetzt wohl entsteht. Es ist schwer, den Überblick zu behalten bei so vielen Schiffen und kleineren Flotten, die sich jetzt hier sammeln in diesem Bereich. Das sei wahrscheinlich, jetzt rein mechanisch, ist das wahrscheinlich wieder diesem Sammelpunktsystem zuzuschreiben. Mhm. Halt bei diesem Sammelpunktsystem entsteht dann schon mal gerne so ein Auflauf von Schiffen. Gucken wir doch mal, was hat er denn so für Bewaffnungen auf den Schiffen? Ja, ich muss mal gerade, ich fange mal eins der neu entstandenen Schiffe ab und guck mir das mal. Plasmabeschleuniger der Stufe 2. Warp-Antriebe der Stufe 2, normale Antriebe der Stufe 3, Sensoren der Stufe 2, normale Gefechtscomputer, also da hat er sich noch nicht weiterentwickelt, keine Schilde, sondern Panzerung der Stufe 3 und Generatoren der Stufe 3. Und Torpedos noch auf den Kreuzern. Ja, ich gucke gerade, genau, ich versuche gerade eine größere Sternenflotte zu bekommen. Auf den Kreuzern, genau, auf den Kreuzern hat er einfache Torpedos und da hat er auch einfache Schilde tatsächlich. Und auf den Zerstörern verhält es sich wie auf den Korvetten. Nee, ich korrigiere mich, das Schiff, was ich eben abgefangen habe, war scheinbar ein Zerstörer. Die Korvetten sind mit Raketen und Torpedos besetzt, jeweils Stufe 1. Aber ansonsten ändert sich das. Er hat gerade einen Außenposten gebaut, einen weiteren. Wo? Im U-Waffensystem. Im da. Er hat die Lücke geschlossen zum Brekla-System. Und das lohnt sich, wenn man mal guckt, was da innerhalb der Grenzen ist, der neuen. Oh ja. Also hier die Mineralien, hier die Forschung. Ich weiß jetzt nicht, ob er... Ich glaube, seine Grenzen haben das hier noch eingeschlossen vorher. Aber trotzdem, es ist recht ansehnlich. Und mit ein bisschen Grenzerweiterung kriegt er sogar hier hinten noch das Rolan-System mit ein bisschen Ingenieursforschung und mit Neutronium-Erz für bessere Panzerung. Wir haben jetzt beim Kaiserreich eine Flottenstärke von 7000 mittlerweile. Und damit rein flottenstärketechnisch tatsächlich stärker als... Oder allerdings eigentlich hat er, genauso stark wie die Sparkasse. Allerdings jetzt. Hat er auch wirklich viel... ich würde sagen, er hat viel von seiner Wirtschaftskraft da reingesteckt, jetzt diese Flotte auch aufzubauen. Ja, und die Zeit, die er dafür gebraucht hat, hat natürlich der Sparkasse jetzt auch Zeit zur Vorbereitung verschafft. Die Flotte, der Sicherheitsdienst ist gerade mal 5000 stark, aber sie haben weiter hinten ja auch noch Flotten, die zusammengerechnet so gerade auf 2000 kommen. Im Matter-System, richtig. Also, wird noch interessant. Also, es steht also im Prinzip, wenn sie beide ihre volle Macht zusammenwerfen würden, stände es derzeit ungefähr 1:1. Genau. Aber ja, man darf ja auch hier nicht vergessen, kurz Entschuldigung, Arayus, dass das immer nur ein geschätzter Kampfwert des Spiels ist. Da spielt dann die Waffenkonstellation, also welche Waffen auf welche Art von Verteidigungssystemen prallen, eine recht große Rolle und auch oft die Frage, was für ein Admiral da der jeweiligen Flotte zugeteilt ist. Jetzt kannst du ruhig. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass bei den Foxy Systems gerade die Tradition bzw. der Aufstiegsvorteil Flash is Weak genommen wurde. Also die Modifikation hat begonnen. Die Foxy Systems haben mit der Modifikation ihres Volkes begonnen. Dann genau, zu Cyborgs. Würde ich an der Stelle, bevor wir da lange drüber reden, gleich mal fragen, gleich mal gucken, ob wir eventuell den guten Joke hier mal herholen können. Ich frage mich eher, ob wir das nicht für die nächste Folge aufsparen. Ja, das stimmt tatsächlich, wenn ich gerade so auf die Uhr gucke. Da hast du recht, aber in der nächsten Folge sehr, sehr gerne. Weil vielleicht da ein ganz kurzer Blick nur mal so auf das Heimatsystem der Foxys, wo man schon sieht, dass sie hier Androide haben.
Ja. Das heißt, technologisch auf jeden Fall in diese Richtung sehr weit und jetzt halt, ne, den Vorteil abgeschlossen, dass sie ihr Volk kybernetisch verbessern könnten. Ne, das muss man hier an der Stelle ja nochmal erwähnen, aber das werden wir dann am Anfang der nächsten Folge auch nochmal extra erwähnen und ich würde sagen, genau hier machen wir dann jetzt kurz einen Break und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Ich würde sagen, auf eine spannende nächste Folge. Mal sehen, wie der Konflikt zwischen der Sparkasse und dem Kaiserreich noch ausgeht und ähnliches. Das wird auf jeden Fall interessant. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.